unsere guten Gedanken auf dem Weg zu Gott. Das ist das Band, das uns mit ihr verbindet. Amelie muss den Weg nicht alleine beschreiten. Unsere Gedanken, unsere Freude an den gemeinsamen Erinnerungen begleiten sie. Zum Paradies mögen Engel dich geleiten, die Vorausgegangenen dich begrüßen und dich führen zum Licht Gottes. Die Chöre der Engel mögen dich empfangen und durch Christus, der für dich gestorben, soll ewiges Leben dich erfreuen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Jeder von uns hat ein ganz besonderes Bild, das er von Amelie im Herzen behalten wird. Ich sehe sie vor mir, wie sie auf ihrer Hochzeit getanzt hat. Und Ari wirbelte um sie herum. Sie sah vollkommen glücklich aus. Amelie ist... Sie war die wundervollste Freundin, die man sich nur wünschen kann. Sie war immer für mich da und hat mich unterstützt. Und manchmal hat sie mir auch ordentlich den Kopf gewaschen. Wer weiß. Vielleicht ist sie ja da oben irgendwo und schaut uns gerade zu. Danke, dass du mir die Handschuhe vorbeigebracht hast. Und das mit dem Ellipsenschmirgeln funktioniert echt besser. Danke für den Tipp, sonst wäre ich heute noch lange nicht fertig. Freunde sein bedeutet, dass man sich hilft. Warum hast du Angst vor meiner Kamera? Angst habe ich jetzt nicht gerade. Du hast eine Panikattacke. Das Essen wird kalt. Freunde sein bedeutet auch, dass man sich Sachen erzählt. Ich hab's halt nicht so mit dem Fotografiert werden.
Und wieso nicht? Es reicht jetzt, okay. Wenn ich nicht weiß, warum du so reagierst, dann kann ich mein Verhalten nicht ändern. Du willst was verändern? Ich mag meine Kamera. Und ich mag dich. Also, mein Pflegevater, er hat Fotos von mir gemacht. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich eine Kamera sehe. Was für Fotos? Er wollte von mir, dass ich mich nackt ausziehe. Nicht schön. Nee, nicht wirklich. Warum packst du die jetzt weg? Ich möchte dir keine Angst machen. Du bist süß. Keineswegs. Die Haut ist sogar eher salzig. Aufgrund der Schweißproduktion. Hey, ich krieg keine Panik, wenn ich nur eine Kamera sehe. Sonst müsste ich ja vor jedem Fotoladen in Ohnmacht fallen. Wenn du möchtest, darfst du mal probieren. Du lässt mich an deine Kamera? Ist heute Weihnachten oder so? Noch nicht. Und Freunde dürfen das. Sorry, dass ich nicht mehr mitkommen kann zum... Das ist schon okay. Ich muss ins Dailies, da ist die Hölle los und der Lukas schafft es nicht alleine. Tschö. Mein herzliches Beileid. Ich muss leider zurück in die Klinik. Ich wünsche Ihnen viel Kraft. Mein Beileid, Junge. Too much that time cannot erase. When you cried, I wipe away all of your tears. When you scream, I fight away all of your fears. I held your hand through all of these years. But you Marlon, es tut mir so leid. Mick, ich halte es nicht mehr aus. Das kann ich gut verstehen. Hör mal, dass du die ganze Zeit für mich da gewesen bist, also... Hey, ich danke. Es ist selbstverständlich. Dir geht's auch nicht gut, oder? Du, das ist gerade einfach alles ein bisschen viel. Meinst du kommst ein paar Tage ohne mich klar? Kein Thema. Sicher. Mach, dass du vom Acker kommst. Ich ruf dich an.